Mike, pass auf, soll ich den Transporter einfach abbauen? Ja, ich habe ein Mittelalterlager gefunden. Hä? Pass auf, Mike, warte mal. Tschüss, ja, ich habe einen Blaubeerkuchen gefunden. Den bin ich wie bei American Pie. Jo. Ich habe noch eine Transport-Dings gefunden. Boah, nimm mit, wichtig, Digga, die sind so OP. Ein Habanero. Digga, was geht hier ab? Du musst mir gleich mal kurz... Hallo, ich will ein kaltes Bier. Kannst du... Ist da geiler Loot so? Ein kühles Blondes bitte. Hier sind auf jeden Fall Kisten, ja. Aber jetzt so wirklich geil ist das nicht. So halt zu fressen. Ja, okay. Dann nimm das ganze Fressen mit, dann ist egal. Komm jetzt zu uns. Ich geh hinter den Tresen und raub... Ach du Scheiße. Wollen die poppen? Alter, hier ist eine Taverne. Was denn? Die treffen sich hier zum... Warte, ich will sehen. Ich hab einen Minecraft-Puff. Nein, halt's Maul. Hier sind gerade zwei Villager, eine Frau und ein Macker sind in ein Zimmer zum F***en. Das ist Minecraft-Puff. So, das ist nicht so, warte. Sag mir bitte, wo du bist. Man kann es auf der Map erahnen. Ich komm. Call for Adventure. Ich habe irgendeine Quest gefunden. Ich will auch eine Minecraft-Puff. Town Map. Digga, Revi, ich habe einen Minecraft-Dungeon gefunden, ist Alter. Das geisteskrank, das ist mein Traum. Oh, dieser Mod hat wirklich alles, was es braucht. Ja, wo hast du das denn gefunden? Lol, ich bin auch da. Hier, guck mal, das ist so ein Minecraft-Puff. Ach, da war ich eben drin. Ey, da war ich auch schon drin. Ist das eine Taverne gewesen? Ja, im Minecraft-Puff. Wo ist hier der Villager mit dem... Ja, ich bin ins Zimmer gestürmt und haben sich erschrocken, haben aufgehört, sind weggerannt. Die waren hier, in dem Zimmer, wo der schläft gerade. Er hat sie voll gecreampied und ist eingeschlafen. Guck dir seine Nase zu. Ich scheiß ihn an. Komm, schotte ihn mit Brot. Guck mal, er hat einen Albtraum. Er ist aufgewacht. Wirklich? Er hat Schlafparalyse. Fuck. Nee, noch nicht, leider, noch nicht. Hä? Ich hab ihm die Fresse geschlagen und er ist voller Panik weggesprintet. Liege im Bett. Ich liege im Bett von denen eben. Digga, der Mann ist krass. Der hat eine Astralreise gemacht, der Typ, Alter. Digga, ich schwöre. Der Wichser. Alter, hier, das ist wirklich, was ist das denn? Ja, Bruder. Das ist die Frau gewesen. Boah, das ist auch ein Typ. Das ist ein Minecraft-Puff. Ginger? Ich glaube, die hatten schwulen Villager-Sex. Retalk. Ist doch schön, oder? Ja, geil. Der hat Panik. Ja, das ist ja geil, dass es hier sowas gibt. Cool. Die haben Analverkehr. Digga, das ist eine geile Mod. Retalk. Guck mal hier. Das ist ein Flohmarkt. Hä, wo bist Hallo? Du? Hallo? Die haben einen eingesperrt. Was? Oh Gott, die handeln mit Menschen. Warte mal, oh mein Gott, Bro. Man kann geil Emeralds mit denen farmen. Wir müssen generell eine Villager-Farm und sowas bauen auch, ne? Bruder, wie die gestikulieren. Guck mal, wie die Augen sich von denen bewegen. Ja, das ist so gruselig. Ja, stimmt schon. Digga, what the fuck? Warum guckt er mich an, als wenn er mich ficken will? Weil er Bock auf dich hat, mein Gott. Sein Blick zeigt mir sexuelle Gier. Der ist sexuell begierig. Das ist kein normaler Villager-Stand, Bro. Das ist kein normaler Flohmarkt hier. Hier wird Sex verkauft. Ich bin kein Stück Fleisch. Ich bin ein Mensch, du Stück Scheiße. Ich bin nicht nur ein Stück Fleisch. Er ist Nitwit. Digga, der hat mich so angeguckt. Der hat so Bock auf mich gehabt. Für den war ich einfach nur eine wandelnde Sexpuppe. Für den war ich kein Mensch. Für den war ich ein Spielzeug. Widerlich. Komm mit. Widerlich, diese sexgeilen Villager. Komm, Mike, nach Hause. Kannst du weiterbauen? Ja. Oder soll ich Sand suchen? Ja, Sand wäre ganz geil, ne? Aber dann machst du wieder Abenteuer ohne mich. Dann bin ich traurig. Okay. Ja, diese Dinger sind auch geil, ne? Muss man ehrlich sagen. Also, diese so cool aus. Ehrlich? So. Mike, sollen wir mal die Teleportierer ausprobieren? Pass auf, ich setz jetzt mal. Pass auf, ich mach hier mal einen hin. Lass mal, pass auf, hier ist unserer. Lass noch einen mitnehmen und wir machen. Der heißt Home. Warte? Ja, wir machen eine fette Erkundungstour ins unbekannte Gebiet und wenn wir irgendwas Geiles finden, setzen wir ihn da hin. Ja, aber lass erstmal ausprobieren, ob die funktionieren. Okay. Den nenne ich Gomme und jetzt sage ich ihn nach Home. Das funktioniert wirklich. Ja. Und dann kann ich nach Gomme fahren. Okay, dann nimm Gomme mit und lass einfach nochmal... Ich habe haben wir doch Diamanten irgendwo, weil ich habe keine Axt mehr. Ja. Dann machen wir jetzt eine fette Erkundungstour noch, okay? Ja, lass eine fette Erkundungstour machen, richtig weit rennen. Und da bauen wir dann so einen kleinen Unterschlupf, machen da den Teleporter hin und dann können wir immer so teleportieren. Das ist super geil, Bro. Du bist wirklich ein intelligenter Mensch, wusstest du das? So, danke. Also nein, wusstest du selber von dir, dass du ein intelligenter Mensch bist? Nee. Ja, das ist krass. Okay, warte, ich mache noch einen Wassereimer. Mit einem Warpstone... Braucht ihr keine Waystones, um zurückzukommen? Was heißt das? Hä? Jetzt das Loch wieder hier! Bro, ich werde Shitzo, oh Gott, ich werde Shitzo in diesem Projekt. Du bist Realtalk-Schizophren in Minecraft. Ey, Bruder Revi, Realtalk, ich enjoy das sehr, Digga. Ja? Es macht wirklich übel Bock. So einfach ein bisschen labern, so oldschool Minecraft zocken, es macht sehr, sehr Bock, Digga. Kann ich nur zurückgeben. Bisschen Realtalk, bisschen so schnacken, das ist sehr geil, Digga. Lass das, wann bist du wieder da? Wahrscheinlich am Freitag erst wegen den Jungs halt, weil wir da auf den Drehs haben. Okay, geil. Ja, dann gehen wir da direkt wieder. Bis dahin God of War durchzock und dann können wir ab und zu mal reingehen. Ja, gerne, macht übertrieben Spaß, no joke. Geil. Bester Mann. Okay, let's go, Mikey, komm. Ich habe Essen dabei, ich habe Pfeile, ich habe einen Eimer dabei. Pass auf, den lassen wir hier. Und ich habe noch einen dabei, komm. Willst du den Gomme hier stehen lassen? Ich habe drei Stück.
Okay. Einfach eine gute Zeit haben, live. That's it. Aber es ist auch geil, weil immer, es geht immer irgendwas und das ist einfach so laidback, einfach labern. So ja, zwei ja, voll, Kumpels, die Minecraft spielen, einfach labern. Podcast. Ich hatte gestern, ich hatte Tage eine Besichtigung, Mike, für meine Halle, ne? Ja, für eine Halle, für die Halle, so für Nachmieter. Dann guckt dieser Typ im Gym und sieht dieses Bild von uns, geile Gym-Freunde, guckt mich an, schüttelt mit dem Kopf und geht raus. Ehrlich? Naja, er hat sich ganz doll gefragt, was mit mir nicht stimmt. Du musst mir aber versprechen, du bist viel schneller als ich übrigens, du musst mir versprechen, dass du das Bild mitnimmst. Bro, es kommt ins neue Gym und im neuen Gym, ich habe ja schon ein neues Office, da ist gerade die Energy Tactics und sowas drin. Und es wird alles schön. Wir müssen mal wieder pumpen, einen Gym-Stream wieder kriegen. Bro, ich bin gerade viermal die Woche, ne? Geil, ich nicht. Ich mache jetzt Winter-Arc, ich werde richtig fett viel fressen, Alter. Ich esse gerade jeden Tag so geil viel Geld, Essen. Blackberries, Alter, Seven in the Wilds. Aber hast du nicht, also, schon, sag ich mal, potenziell Nachmieter für die Halle? Die du auch kennst? Ja. Hängen lassen. Oh. Ja, aber das Umfeld ist ja dafür bekannt, sag ich mal. Ja, was denn? Aber hast du dein neues Büro und so? Ist das schon alles ready und safe? Ja. Geil. Hier vorne hat's was. Guck mal, hier ist irgendwas. Warte, komm mal her. Das ist so geil, dass man keinen Fallschaden kriegt mit diesen Sneakern. Ist hier was Geiles? Hallo, haben Sie hier was Geiles? Nee, hier ist nichts Geiles. Okay. Nee, Wasser kurz holen. Vielleicht finden wir irgendwo Sand. Mike, alles gut? Mike? Ey, Revi, ich geh ins Bett, ja? Warum? Mir geht's nicht so gut gerade. Ich fühle mich gerade nicht so. Bro, war sehr nice, lass. Nee, Mike, warte mal. Bist du gerade auf so einer Fläche und hast so ein kleines Haus um dich rumgebaut? Und bist du voller Monster? Nee. Wo bist du denn? Ich hab mich hier vorne ausgelockt, ein Stück hinter dir. Ah, wirklich? Geht's dir wirklich nicht gut? Mir geht's nicht gut. Nee, Mike, was passiert in Minecraft? Sag mal kurz. Bin runtergefallen und gestorben im Nichts und alle meine Items sind weg. Ich bin ausgerutscht, als ich mich darüber gefreut habe, dass ich durch meine Schuhe keinen Fallschaden kriege. Bin ins Nichts gestürzt und gestorben. Ja, Mike, dann. Ey, Bro, es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Schreib mir gerne und dann gehen wir rein, zocken weiter. Danke, und Bester, haben eine geile Zeit in Minecraft. Machen wir. Mach's gut, mein Lieber. Bleibst du noch online? Ja, noch ganz kurz. Oh mein Gott, okay. Hier ist eine fette Festung. Oh, Mike, bitte lock dich aus und lass bitte nicht jetzt erkunden. Ohne ich muss nur mal kurz rein, Küki, okay? Bitte. Aber nicht, bitte nicht. Mach Cliffhanger. Cliffhangery? Ja. Okay, den Tower lasse ich, aber die Festung gucke ich mir an, okay? Mach's gut, Revi. Mikey, tschüss. War schön mit dir. Tschüss. Viel Spaß, ciao. Alter. Warte mal, das ist doch das, was Mike die Quest hatte. Das war doch die Quest, die Mike hatte für diesen Villager-Dorf, was so kaputt war. What the fuck? Kein Loot? War das nicht das? Das war doch das, oder? Was Mike gesagt hatte. Damn, ich glaube, hier ist diese krasse Quest. Okay, ich gucke noch schnell in die Kiste rein. Wither Boots. Gucken, was wir noch so an Loot finden. Den Turm habe ich gecallt. Lass dich in Ruhe, oder? Das ist nicht einfach ein Pillager-Outpost? Das ist kein Pillager-Outpost. Okay, wir lassen alles mal hier. Hier ist auch nochmal eine Taverne. Ah. Das Deutschpart können wir mitnehmen. Reaktion von einem Rentner. Wie geil, das ist ein Farmhaus hier einfach, ne? Oha, Squash Casserole, Lettuce, Broccoli. Yo, Mike, dankeschön für den Big Baba Raid. Vielen, vielen Dank, Mike. Und einfach nur, weil du es bist, Mike, mache ich jetzt hier The Blue Moon Rises. You feel lucky. Guck mal hier, Mike, wie ich das nenne. Cliffhanger. Und ich teleportiere mich nach Home. The Blue Moon. Was heißt der Blue Moon nochmal, Chat? Was heißt der Blue Moon nochmal? Was ist das? Blue Moon, you feel lucky. Was ist das nochmal? Das ist das Gegenteil von diesem roten Mond. Sexorgie? Ja, mit wem? Wer will? Wer kann? Wer muss? Regierung? Vielleicht. Die Regierung vielleicht. Ja, doch. Okay, wir bauen noch ein klein bisschen hier an dem Haut weiter. Was heißt Blue Moon? Chat, was heißt das? Kann mir jemand mal nachchecken? Komm, bei dem Family-Friendly-Chat. Bro, hier ist gar nichts Family-Friendly, wirklich. Ich muss mich immer nur so geben, damit ich mein Geld bekomme. Weil tief in mir drin bin ich. Ein verschlautes Drecksschwein. Kleines Schwein bin ich. Oink, oink. Tu alles für Geld, oink, oink. Alle Gegner sind stärker. Nein. Dieser Blue Moon hat irgendwas Krasses. Das heißt irgendwas Krasses. Ich habe versucht, das Image zu wahren. Ding ist durch. Oh mein Gott. Dieser Blue Moon ist irgendwas Heftiges, irgendwas Saftiges. Steh auf. Hätte Kamera benutzt zum Stream. Ich habe keine Ahnung, mein Lieber. So, liebes Arbeits-Community, dann erzählt mir mal, wie werdet ihr geil von Mike immer gemolken? Wie macht ihr das, hä? Wie macht das Mike mit euch? Wie macht er das? Erzählt mal. Ihr habt meine Eltern im Keller eingesperrt. Okay. Verstehe ich. Also hat Mike quasi Druckmittel gegenüber euch oder wie ist das? Könnt ihr offen sagen, weil vielleicht können wir eine Sammelklage oder sowas einreichen, wisst ihr? Julias Reaction war mein Highlight. Ey, muss man ehrlich sagen, Chat, wie stolz ist man bitte? Die hat wirklich gut gestreamt, oder? Kann man nicht anders sagen. Die hat wirklich einen geilen Stream abgeliefert, muss man sagen. Also das für den ersten Stream, denke ich, diese Viewer-Anzahl und das auch zu halten und gut zu machen. No joke. Crazy good. Hype-Train Level 16 ist krass. Ich glaube nicht mal ein Zabex, so ein Ding. Ah, ich glaube doch schon, Mike, oder? Was war sein krasses Hype-Train? Der ist mal richtig gut gemacht. Ja, fand auch. No joke. Mann, ich muss morgens richtig früh raus, Alter, weil ich morgen mit den Jungs, ey, die Videos, die wir jetzt drehen wieder mit den Renos, das wird verrückt. Das wird wirklich, ja, psychotisch, illegal, lustig werden. 27, das ist verrückt. Ich sage euch ehrlich, Chat, und das muss ich hier in den Sabex-Chat einmal loswerden, ihr habt den richtigen Fame gemacht. Mike ist jemand von allen Leuten, die ich bis dato irgendwie kennengelernt habe,
die super, super doll dankbar sind, die super, super herzlich sind vom Menschlichen her, die das Herz verfickt nochmal am rechten Fleck haben und einfach super, super lieb sind. Wisst ihr, was ich meine? Mike ist jemand, der sich ständig dafür bedankt, dass ich ihn damals mit in die Videos geholt habe und sagt, Bro, ich hab dir so viel zu verdanken und so. Und ich sehe das gar nicht so. Ich sag, Bro, du hast vieles selber gemacht und du bist die Maschine dahinter. Aber Mike ist so jemand, der sagt die ganze Zeit, ey, Bro, du hast mich da so gepusht und so. Und das, also, das ist eine Sache so, das muss er nicht tun, weißt du? Das ist, also, wisst ihr, das muss er nicht machen, aber er macht's halt einfach, um Dankbarkeit zu zeigen. Und das bedeutet mir wirklich viel, so, weil bei vielen Leuten ist das wirklich nicht der Fall gewesen. Und ich will jetzt nicht irgendwie so auf alt verbittert klingen, so. Aber ich glaube, ihr checkt den Vibes, so, dass halt viele Leute einfach schnell vergessen, ja, nicht, wo sie herkommen, so ist es nicht, aber, ne, so, oh, wie krass. Viele Leute einfach nicht checken, so, wie man halt mit solchen Situationen umgeht und was so Loyalität, Dankbarkeit bedeutet. Und das hat Mike nie so abgestritten. Er ist mit Herz dabei, so. Und da haben wir, glaube ich, gemeinsam so, wenn man so sagen möchte, den richtigen groß gemacht. Guter Mann. Können wir froh sein. Mein Onkel vergisst auch immer, wo er herkommt. Ja, Bruder, aber das liegt am Alkoholkonsum am massiven. Und da kann man nichts machen. Wir haben ihm alle gesagt, von der Familie soll aufhören. Machst du nichts. Auf jeden Fall Dicke dafür einsetzen, Alter, dass Mike dieses Jahr in Craft Attack kommt. Jetzt hat er auf jeden Fall die Viewer und da gibt es keine Diskussion mehr. Aber letztes Jahr, immer wieder habe ich ihn vorgeschlagen, aber es wurde abgelehnt. Aber dieses Jahr nicht. Er erwähnt dich und deine Dankbarkeit gegenüber dir auch fast jeden Stream oder wenn es in die Influencer-Waffe geht. Freut mich sehr. Sehr, sehr, sehr geil. Ich glaube, 90 ist einfach gecrankt. Das war crazy. Ja, wie gesagt, also, der ist da einfach jemand, der ja, super, super loyal und ehrenhaft ist. So, das ist eine Sache, die ist halt, was willst du von mir, Bro? Warum ziehst du die Augenbrauen so hoch? Guck mal, ich will von mir Teile verkaufen? Lass mich in Ruhe. Schwein. Bro, hier ist irgendwie Spookarimo. Ich finde irgendwie bei Minecraft, ich weiß nicht wieso, aber ich muss bei Minecraft immer in der Nähe von einem Village bauen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber das macht irgendwas mit mir. Ich finde das so geil. War ja erst Stream mit der Reaction? Ja, genau. Direkt, ich glaube, 14.000 Viewer, 15.000 Viewer im Peak gehabt. Keine Ahnung, irgendwie sowas. So Numbers, they don't matter so, aber ich finde das schon krass so. Das sieht wirklich chillig aus, oder Chat? Das sieht ernst, muss ich sagen, chillig aus. Voll geil. Du stirbst. Schlacht. So, dann müssen wir uns mal überlegen, wie wir hier weitermachen. Ich hab so spät online. Ah, gerade mit Mike ein bisschen Minecraft gespielt, wisst ihr? Ich muss leider auch auf. Da müssen wir mit dem Hund raus. Und dann heute wieder geisteskranker Tag gewesen, wirklich. Also allein das Auflegen heute noch, das war fieberträumlich. Das muss man sich mal vorstellen. Irgendwo im Park gespielt und dann waren da auf einmal so, ich kann nicht genau sagen, wie viele Leute da waren. Heute war gut was los, die ganzen Studis halt so. Voll geil gewesen, hat richtig Spaß gemacht. Das Gebäude sieht aus wie Papa Platte. Ja, ich checke wegen diesem Giebel. Zwei Tage, zweimal aufgeregt. Ja, so. Mike will dich immer noch entführen. Soll er es tun? Soll er kommen und mich entführen? Kontakt mit Alphastein? Ja, hin und wieder. Ich war mit Alphastein zusammen auf der Hochzeit von der Viper D zum Beispiel. Das ist crazy. Auf einmal heiraten alle Leute, Alter. Das ist verrückt. Stimmen werden wieder lauter. Dann nimm die Tabletten, mach Mark Forster an und dann hör bitte nicht auf die Stimmen. Es wird besser. Dann kommt hier wieder die Bettwäsche im Shop. Da hab ich nicht gesagt, ich will ein kleines Haus bauen. Ich dreh ein bisschen auf hier, ne? Jetzt müssen wir erstmal was Kleines bauen, damit wir chillen können, so. Dürftest du mit Julia beim nächsten Mal Seven vs. Wild frühzeitig reacten? Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Also, wenn ich jetzt bei ihr auf dem Kanal mitreacte, ja, safe. Aber, also auf meinem Kanal sowieso nicht, weil das ja Quatsch ist. Weil das ja Julias Content so und die hat sich ja dann den Arsch da abgefroren und what the fuck, nein. Aber wenn ich, glaube ich, bei ihr dabei bin, ich glaube, das sollte kein Problem sein, glaube ich. Ich glaube, das ist okay. Nee, ich will gar nicht bei mir frühzeitig reacten. Ich mach das mit Julia zusammen so, wenn dann bei ihr. Also, das ist ja so. Denk mal, ich warte da auch wie alle anderen so. Wisst ihr, was ich meine? Dann Level 20 Hype Train. Ah, Chat. Guck mal, wie gesagt, dieses Zahlen-Game, so don't get me wrong. Alles nice, alles cool. Aber das ist nicht alles, Das ist einfach so. Chat wollte, dass du mal mit ihr reactest. Ja, ich weiß, wir haben auch schon mal drüber gequatscht. Vielleicht machen wir das sogar noch. Someday. Ich freue mich schon, die kalten Tage wieder häufiger zu sehen. Dieses Jahr wird echt wieder wild mit Starbucks und Craft Attack, ein ganzer Idiot. No joke, so Bock drauf. Also wenn ich jetzt überlege, Noreax, Paluten, Starbucks und ich den Craft Attack, Bro, Ich wollte zu Seven Boys White Flying Hoof und Ugo bauen eine Schule, um Leute auszubilden, die für sie arbeiten. Mods. Bannen wegen Spoiler. Ey, Digga, die letzten Tage waren bei mir so dumm anstrengend, Chat. Ich bin vorgestern auflegen gewesen, Stuttgart, kompletter Abriss gewesen. Wirklich, war crazy. Dann war ich davor auch unterwegs zum Drehen. Bin dann irgendwie zurückgefahren. Die 6 Stunden oder sowas, weil wir irgendwie Stau standen aus Stuttgart. Mega nervig. Nach Hause gekommen, hab gar nichts gemacht, hab direkt gepennt. Und dann bin ich direkt weitergefahren zum nächsten Gig. Hab dann heute wieder aufgelegt, gestreamt. Das ist verrückt, irgendwie Wahnsinn. Ich hoffe auch, dass du das Haus fertig baust. Ja, diesmal muss. Also da muss Mike mich auf jeden Fall mal pushen. Don't let slip in. Stuttgart ist immer Stau, wir sind verloren. Ja, ist crazy. Ist crazy abgefuckt.
Spielübersicht zu schauen, wenn du weniger zuschaust, die Zahlen sind da zweikrangig. No joke, no joke, that's it. Meinst du, dass die Kids von Reno Spiegel circa den Altersdurchschnitt haben? Das, no joke, das verstehe ich auch nicht. Also, das ist eigentlich nicht mein Durchschnittszuschauer. Guck mal, mein Durchschnittszuschauer, ich sage ehrlich so, und ich würde auch ganz ehrlich sagen, so, wenn ich Kiddie-Zuschauer hätte, ich würde sagen, oh, fuck it so, goddamn. Aber es ist irgendwie so, dass ich halt wirklich mittlerweile so Twitch und sowas relativ alte Zuschauer habe. Guck mal, heute habe ich zum Beispiel an der Uni gespielt. Das war erstes Semester, das sind alle Studenten gewesen und auch ein paar, weiß ich nicht, fünf Semester, die so der Studienzeug gemacht haben. So, die kennen mich halt alle noch von früher. Die meisten gucken die Renos oder jetzt halt die Videos am Hauptkanal oder die Reactions. So, die gucken sich keine Gaming-Videos dann halt an, weil das halt Minecraft ist und das nicht mehr deren Grind ist. So, aber die gucken sich halt dann irgendwie Twitch-Streams und sowas an. Also, ich glaube wirklich, dass der Großteil der Leute bei mir mittlerweile echt schon ein bisschen älter ist. So, ich glaube, so Durchschnitt wird sein 18 bis 20, nehme ich mal. So im kompletten Durchschnitt und so Core-Group, wenn ich das jetzt so hier im Stream mir angucke, ist schon so 22 so in den Dreh, würde ich sagen. 22, 24 so. We old. Ja, du bist schon lange dabei. Ja, ja, safe älter. Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe auch so ein paar 30-Jährige so. In 30 gucken Minecraft, bin komplett hängen geblieben. Dir geht's gut. Ich bin noch hier sehr gut in alten Kassos halt. 30 hier, 43, 15. Aber auch geil, dass noch so ältere Leute. Bei Mike sind auch echt viele ältere Leute dabei, ne? Guck mal, Chat, ich bin alleine auf dem verfickten Server. Ich bin alleine hier. Hier stimmt no joke was nicht. Ich bin alleine auf dem Server. Leon ist auch nicht drauf. Ah, okay, 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 check. Digga, es ist doch der verfickte Mitarbeiter. Bro. Digga, verschwindet! Raus geht! Geht weg! Aua! Mann, Digga! Ach, Bro. Die ganzen alten Muskeln und Schradin stehen drauf. Hat Schradin so viele Old Viewer? Ist das so? Ist das so ein Ding? Kann ich nicht vorstellen, so. Safe? Ja, okay, das ist krass, das ist krass. Ich bin 87 und schaue Schradin. Das ist verrückt, das ist verrückt, das ist verrückt. Habe morgen meine Beerdigung, ich schaue auch Schradin. Okay, ostentativ, Bro, erklär mal ganz kurz. Du bist ja noch relativ jung. Was hast du morgen geplant? Also, dann stream ich mal noch ein paar Minuten, Chat. Ich bin am Hängen, so, ey. Also, ich hasse es auch dann zu streamen, wenn ich nicht entertaining bin. Wisst ihr, was ich meine? Lässt du dein Set hoch von Stuttgart? Na, aber ich glaube, ich werde es vielleicht nochmal selber recorden, so. Also, das Stuttgart-Set wurde leider nicht ausgezeichnet. Fuck, man, ich habe wieder viel zu groß gebaut. Na, wobei, geht. Ist actually machbar. Gib dir die Nase. Verstehe ich nicht, was das heißen soll. Bin ich drogensüchtig, wie Mike immer sagt? Hat das mit Drogen zu tun? Werde so viele Mentos essen, bis es aufhört. Oder wie viele Mentos muss man essen und Cola Light trinken und Handschuhe machen, bis es vorbei ist? Was denkt ihr? Muss schon einiges mal rumkommen, ne? Über Müdi Chillstream auch voll der Vibe. Ja, ich check, aber ich muss halt morgen früh raus, so. Und ich muss morgen nochmal das Gym hitten. Boah, Digga, dieser verfickte Vibe, ne? Leute, guck mal. Welches Spiel... Welches verdammte Spiel gibt euch das? Digga. Bro. Kein Spiel der Welt kann. Das ist so crazy, Chat. Das ist so verrückt, oder? Guck mal. Diese Musik carried so unfassbar doll. PC zerstören zweier Spieler, verbrückt mich genauso. Ich kenne sogar. Guckt euch das mal bitte an. Digga. Unfassbar chillig.